Vielleicht ganz grundlegend erstmal zur Übersicht, welche Boykottaufrufe oder Kampagnen gegen Israel gibt es denn? Was sind die relevantesten? Die größte und wahrscheinlich auch relevanteste Gruppe, wenn man das mal weltweit betrachten möchte, ist sicherlich derzeit die BDS-Bewegung. Diese drei Buchstaben B, D und S stehen für Boykott, Divestment und Sanctions. Divestment wird im Deutschen gerne mit Desinvestitionen übersetzt, sowas wie Kapitalabzug. Und diese BDS-Bewegung ist etwa 11 Jahre alt, ein bisschen älter. Sie wurde im Juli 2005 gegründet von damals mehr als 170 palästinensischen Organisationen, hat aber seitdem auch zahlreiche internationale Unterstützer gefunden. Da sind Prominente darunter, wie beispielsweise der südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu, die amerikanische Philosophin Judith Butler, der britische Filmregisseur Ken Loach oder der frühere Frontsänger von Pink Floyd, Roger Waters beispielsweise. Und diese BDS-Bewegung, die Israel als Apartheidstaat betrachtet, als Apartheidstaat wie vormals Südafrika, diese BDS-Bewegung ruft zu einem wirklich allumfassenden wirtschaftlichen, politischen, künstlerischen, akademischen Boykott des jüdischen Staates auf, sowie eben zu Kapitalabzug, Embargos und Zwangsmaßnahmen. Das heißt, sie nimmt Israel als Ganzes ins Visier. Gerade im akademischen Bereich ist sie in den USA und Großbritannien sehr, sehr stark. Da geht es beispielsweise darum, dass eigentlich jeglicher Dialog, jeglicher auch wissenschaftliche Kontakt mit israelischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterbunden werden soll, beendet werden soll. Und wenn es sich nicht verhindern lässt, dann bemüht man sich, die entsprechenden Veranstaltungen zu sabotieren, zu stören, irgendwie zum Erliegen zu bringen. Also wie gesagt, in den USA und Großbritannien, an den dortigen Universitäten ist sie besonders stark. Aber wie gesagt, ursprünglich kommt sie aus den palästinensischen Gebieten. Und als Organisation, als Bewegung sozusagen, ist sie derzeit sicherlich die prominenteste und auch bekannteste und wahrscheinlich auch stärkste Bewegung. Wobei man dazu sagen muss, aber darüber können wir vielleicht später noch sprechen, dass sich gewisse Forderungen, die diese BDS-Bewegung stellt, dass einige dieser Forderungen längst auch schon Bestandteil offizieller Politik sind, beispielsweise der Europäischen Union, Stichwort Kennzeichnungsbeschluss von israelischen Produkten und auch der Vereinten Nationen, die in ihrer Mehrheit anti-israelisch eingestellt ist und dort immer wieder Beschlüsse trifft, von der eigentlich jeder BDS-Aktivist wahrscheinlich nur feucht träumen kann. Genau, über diese Kennzeichnungspflicht würde ich tatsächlich gerne mit Ihnen noch ins Gespräch kommen, aber dazu vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Bleiben wir mal kurz bei dieser BDS-Kampagne. Welche Ausläufer hat diese denn in Deutschland und welche Position machen Sie in Deutschland attraktiv, die Sie vertreten? Also dazu muss man sagen, dass diese BDS-Bewegung in Deutschland bis jetzt noch zahlenmäßig relativ schwach ist. Es gibt einzelne Ortsgruppen, beispielsweise in Berlin, in Hamburg, in Bremen, in Bonn. Da treten sie immer mal wieder mit allerlei Aktivitäten auf. Es gab zum Beispiel vor wenigen Tagen, und das hat es vor einem Jahr auch schon mal gegeben, so eine Art Inspektionsgang. Da ziehen dann Leute los in irgendwelche Supermärkte oder Drogerieketten oder wo auch immer, wo sie Produkte aus israelischen Siedlungen vermuten und fangen an, die zu kennzeichnen. Da werden dann also irgendwelche Zettel ausgelegt, auf denen es dann heißt, Vorsicht, dieses Produkt könnte aus einer israelischen Siedlung stammen. Es wird halt zu Boykotten aufgerufen, es werden die entsprechenden Informationsstände gemacht, es werden Listen angelegt, Listen, in denen dann erfasst wird, welche Produkte in welchen Supermärkten oder anderen Geschäften ausliegen. Da steht dann immer drauf, angegebene Herkunft, tatsächliche Herkunft und eine schöne Spalte mit der Überschrift Verdacht, also welchen Verdacht man hat, woher das kommen könnte und wer davon sozusagen profitieren könnte. Aber insgesamt ist es in Deutschland zahlmäßig, wie gesagt, relativ gering noch. Denen gehören nicht wahnsinnig viele Mitglieder an. Allerdings ist es zum einen im Wachsen begriffen und zum anderen gibt es auch da einige, inzwischen zu einiger Prominenz gelangte Beispiele. Eins davon möchte ich mal nur nennen. Das gibt seit Wochen, wenn nicht seit Monaten, in Oldenburg, in Niedersachsen, Diskussionen um einen Artikel, den ein besonders radikaler BDS-Aktivist mit dem Namen Christoph Glanz für die Zeitschrift der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft geschrieben hat, genauer gesagt für die Mitgliederzeitschrift der Oldenburger GEW. Und in diesem Artikel, der den Titel trug Palästina-Israel Unrecht dokumentieren und Gerechtigkeit einfordern, in Oldenburg nicht möglich, Fragezeichen, in diesem Artikel bezichtigt der Autor Israel unter anderem ethnischer Säuberung und anderer schwerster Menschenrechtsverletzung zum Nachteil der Palästinenser. Er sagt zum Beispiel, schon palästinensische Kinder seien isolierhaft brutalen Verhören und Schlägen durch die israelische Armee ausgesetzt und als Gegenmacht, als Gegenmaßnahme, als Gegenbewegung
empfiehlt er eben diese BDS-Kampagne, für die er in diesem Artikel wirbt. Als dieser Artikel erschien, als diese Zeitschrift erschien, gab es Proteste. Letztlich wurde die Ausgabe zurückgezogen. Und seitdem gibt es Diskussionen auch innerhalb dieses GEW-Vorstands, in dem ziemlich heftige Flügelkämpfe toben. Auf der einen Seite die eher antisemitismuskritischen Vorstandsmitglieder, die sich distanziert haben, die gesagt haben, das war nicht in unserem Sinne. Wir haben aber nicht so genau gewusst, was diese BDS-Kampagne eigentlich ist, was ich übrigens erstaunlich finde, dafür, dass es sich ja um eine Bildungsgewerkschaft handelt. Und auf der anderen Seite die Israel-Feinde, muss man sie ja nennen, die diese BDS-Kampagne befürworten, die sich hinter besagten Christoph Glanz gestellt haben. Die Auswirkung davon war dann zum Beispiel, dass es auf der Homepage dieser GEW Oldenburg permanent wechselnde Erklärungen gab, Distanzierung und dann doch wieder Unterstützung oder Rücknahme dieser Distanzierung seitens des GEW-Vorstands. Und so hat das so ein bisschen so seine Kreise gezogen. Und das Letzte, was man von der ganzen Geschichte gehört hat, war dann eine Stellungnahme des Kultusministeriums in Niedersachsen. Das ist nämlich auch damit beschäftigt gewesen, aus dem Grund, dass besagter Christoph Glanz, der Autor, Lehrer an einer Gesamtschule ist, an einer Gesamtschule in Oldenburg. Da hat dann die Landesschulbehörde auch ermittelt. Und da hieß es dann, die Prüfung habe ergeben, dass sich diese Vorwürfe gegen Christoph Glanz bislang nicht, wie es wörtlich hieß, als nicht substanziiert erwiesen hätten. Dann finde das schon problematisch, diese BDS-Kampagne, könne aber nicht sagen, dass sie durchweg antisemitisch sei. Und insofern dürfte das dann eher nicht dazu führen, dass der Mann da irgendwie aus dem Lehrdienst genommen wird. Man muss sich das ja mal vorstellen, da agiert also ein Lehrer, der ja offensichtlich seinen Schülerinnen und Schülern dann beibringt, dass es eine gute Idee ist, Israel zu boykottieren. Und gleichzeitig eben in der Gewerkschaft Diskussionen, es hat Mitglieder gegeben, die sich in einem offenen Brief distanziert haben von ihrem eigenen Vorstand, die gesagt haben, wir haben uns nicht vorstellen können, dass unsere Gewerkschaft mal in diesen Sumpf reingezogen wird. Die Landes-GEW und die Bundes-GEW sind auf Distanz gegangen zu diesem Kreisverband, zu diesem Ortsverband, haben gesagt, wir unterstützen diese BDS-Kampagne nicht und wir verurteilen es auch, dass das in Oldenburg anders gehandhabt wird. Und man sieht schon aber, dort gibt es eben BDS-Aktivisten oder Verteidiger der BDS-Kampagne, die in einer Gewerkschaft aktiv sein können, die einen gewissen Einfluss nehmen können, die Artikel in einer Zeitung platzieren können. Diese Zeitung kann dann erscheinen und so dehnt sich der Einfluss dann eben auch ein bisschen aus. Wenn man es vergleicht allerdings, gerade im akademischen Bereich mit den USA und Großbritannien, muss man sagen, in Deutschland bis jetzt noch eher personell, sagen wir mal, die würden wahrscheinlich sagen unterbesetzt, aber stark im Kommen begriffen natürlich. Und sicherlich muss man da ein Auge drauf haben und sehr, sehr genau darauf achten und auch dagegen vorgehen, was mit dieser BDS-Bewegung weiterhin in Deutschland passiert und dass sie eben im Wachsen begriffen ist. Gerade auch das aktuelle Beispiel aus Oldenburg macht es ja wichtig, ganz klar auch auf die Motivation von BDS-Befürwortern. In Deutschland sind es ja zumeist nur Befürworter zu blicken. Selbstbeschreibungen zufolge geht es um Menschenrechte in Israel und in Palästina. Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern scheinen aber irgendwie von keinem Interesse zu sein. Direkter Feind Israel, zum Beispiel das iranische Regime, richtet offen Homosexuelle aufgrund ihrer sexuellen Orientierung hin. Das ist kein Thema bei den BDS-Aktivistinnen. Warum? Nein, das ist überhaupt kein Thema. Sie haben eine obsessive Fixierung ausschließlich auf Israel. Schon das deutet den antisemitischen Charakter dieser Bewegung ja mehr als nur an. Und auch der Vergleich mit dem Apartheid-Regime in Südafrika beispielsweise. Dazu muss man natürlich sagen, das ist letztlich ja eine der modernen Formen des Antisemitismus, dass man Israel dämonisiert, dass man Israel delegitimiert, dass man ihm Nazi-Methoden unterstellt und dass man ihm hingeht und sagt, wir boykottieren das, während man sich um die Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern überhaupt nicht kümmert. Es ist ja sogar so, dass es diese Leute überhaupt nicht interessiert, welche Menschenrechtsverletzungen beispielsweise durch den Libanon oder in Syrien gegenüber Palästinensern begangen werden. Man muss also auch einfach so weit gehen und sagen, es geht in dieser ganzen BDS-Kampagne gar nicht um die Palästinenser. Es ist, auch wenn die Bewegung selbst etwas anderes behauptet, es ist keine Kampagne, die den Palästinensern in irgendeiner Form nutzen würde, sondern das Ziel dieser Kampagne ist es einfach, Israel größtmöglichen Schaden gegenüber anzurichten, Israel eben zu dämonisieren und zu delegitimieren, und diese BDS-Kampagnen sind im Grunde genommen nichts anderes als ein Bestandteil des Kampfes gegen den jüdischen Staat, der letztlich an verschiedenen Fronten und auch mit verschiedenen Waffen geführt wird. Im Nahen Osten mit Attentaten, mit Bomben, mit Raketen und in Europa und Nordamerika eben mit Boykottaktivitäten und den entsprechenden Kampagnen dazu. Das heißt, die Antizionisten, die teilen sich gewissermaßen die Arbeit, um den
militärisch bislang überlegene Gegner zu Fall zu bringen. Die einen rücken Israel mit physischer Gewalt zu Leibe und die anderen treiben eben unter Berufung auf die Menschenrechte die internationale Isolierung, Dämonisierung und Delegitimierung Israels voran. Gerade dieses Berufen auf die Menschenrechte ist eigentlich ein besonders prägnanter Punkt, ja, denn es wird ja behauptet, daran liegt uns als BDS-Bewegung. Wie uns geht es doch nur darum, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Und wenn man sich da mal anschaut, was unter Menschenrechten verstanden wird in dieser Bewegung, dann wird man ganz schnell sehen, alles, was Palästinenser tun, auch Terrorismus, wird zu einer legitimen Form von Gewalt. Das heißt, sie treten dann nur für ihre Menschenrechte ein und sie tun das auf eine Art und Weise, die man eben im Sinne dieses Widerstandsrecht, das sie angeblich hätten, als legitim betrachtet. Und umgekehrt wird alles, was Israel auch zu seiner Verteidigung unternimmt, als rundweg illegitim angesehen, eben als schwere Menschenrechtsverletzung. Das heißt, es findet natürlich ein sehr instrumentelles Verhältnis von den Menschenrechten. Und dazu muss man auch sagen, das ist vielleicht so, wenn man das historisch mal betrachtet und sich anschaut, worauf sich Antisemiten eigentlich bezogen haben zur Legitimierung ihres Antisemitismus, dann wird man feststellen, dass es in den verschiedenen Epochen immer um das jeweils, sagen wir mal, höchste kulturelle, politische und rechtliche Gut gegangen ist in den jeweiligen Gesellschaften. Im Mittelalter war es die Religion, also gab es den religiösen Antijudaismus. Im Zeitalter der Aufklärung war es dann die Wissenschaft, dann hat man versucht, Juden zu einer Rasse zu definieren. Es hat also der rassistische Antisemitismus war das war besonders hervorstechend. Und heute geht man hin und sagt, wir berufen uns auf die Menschenrechte. Auch die Menschenrechte als höchstes Gut sozusagen, das eine Zivilisation zu bieten hat. Da sagt man, wir berufen uns als BDS-Bewegung auf die Menschenrechte. Wir kämpfen doch nur dafür. Und diese Menschenrechte sind aber etwas, das Jüdinnen und Juden, insbesondere in Israel, eben gerade nicht gewährt wird, indem einfach gesagt wird, alles, was dort unternommen wird, hat mit Selbstverteidigung gar nichts zu tun, ist ausschließlich zur Unterdrückung der Palästinenser geeignet. Und das ist ein Wesenskern der BDS-Bewegung. Und wenn sie dann beispielsweise sagt, in ihren Stellungnahmen, und das tut sie ja, wenn sie dann beispielsweise sagt, es müsse alle Besetzung arabischen Landes und alle Kolonisation arabischen Landes ein Ende haben, dann wird man an keiner Stelle finden, was eigentlich als arabisches Land bezeichnet wird. Ist es nur die Westbank oder ist es vielleicht doch ganz Israel? Das wird offen gelassen, weil man auf diese Art und Weise auch Vertreter oder Befürworter der Zwei-Staaten-Lösung mit ins Boot holen will. Aber gemeint ist natürlich eigentlich, ganz Israel ist letztlich eine einzige illegitime Siedlung. Ganz Israel ist letztlich besetzt und müsste eigentlich Palästina sein. Und damit einhergeht die Forderung nach einem Rückkehrrecht für alle palästinensischen Flüchtlinge. Man muss den Begriff Rückkehrrecht natürlich in ganz dicke Anführungszeichen setzen und den Begriff Flüchtlinge übrigens auch, denn es handelt sich ja gar nicht um eigentliche Flüchtlinge, sondern um die Nachkommen von jenen arabischen Palästinensern, die im Zuge eben der Staatsgründung Israels 48, 49 und dem Krieg, der von den arabischen Staaten angefangen worden ist, das Land verlassen haben, teilweise verlassen mussten, und bei denen es jetzt heißt, wir haben ein Rückkehrrecht nach Israel, wohlgemerkt, nicht in die palästinensischen Gebiete. Und dass man auf diesem Rückkehrrecht besteht, hat natürlich handfeste Gründe. Zum einen ganz ideologische, zum anderen versucht man damit natürlich auch die Demografie in Israel so zu verändern, dass Juden wieder eine Minderheit werden, die dann wieder auf das Gutdünken der Mehrheitsbevölkerung, die ja dann arabisch-palästinensisch wäre, muslimisch wäre, angewiesen wäre. Auch das sind zwei zentrale Forderungen der BDS-Bewegung. Und im Zusammenhang mit den Menschenrechten muss man nur sagen, man verbrämt das Ganze einfach, stellt es als Kampagne dar, die den palästinensischen Menschenrechten nützt. Aber wenn man genauer hinschaut, und das fällt nicht besonders schwer, dann sieht man, dass es eben in allererster Linie um die Dämonisierung und Delegitimierung Israels geht. Man möchte also dem jüdischen Staat schaden und nicht den Palästinensern nutzen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Kritik dieser BDS-Bewegung. So viel vielleicht erstmal zu den antisemitischen Beweggründen, zu dem doppelten Standard, der an Israel angelegt wird. Kommen wir aber mal zu sprechen auf das, was sich staatliche Stellen nennen, was vorhin auch schon mal kurz Thema in unserem Gespräch war. Es gibt ja tatsächlich die Kennzeichnungspflicht für Produkte israelischer Firmen und die wurde auch von der EU-Kommission beschlossen. Die BDS-Bewegung kommt ja eher so aus Nichtregierungsorganisationen und so weiter, aber wie steht in solchen Fragen beispielsweise die EU zu Israel? Das ist immer so eine Frage. Die Europäische Union begreift Israel natürlich offiziell zunächst mal als Partnerstaat.
rühmt sich der guten Kooperation, der guten Zusammenarbeit. Und dazu muss man natürlich dann sagen, wenn es dann wirklich mal ans Eingemachte geht, bleibt davon nicht mehr allzu viel übrig. Und diese sogenannte Kennzeichnungspflicht ist ein besonders schönes Beispiel dafür, denn da ist beschlossen worden, Erzeugnisse, Waren, konkret Obst, Gemüse und Kosmetika von israelischen Firmen, die ihren Standort im Westjordanland haben, in Ostjerusalem oder auf den Golanhöhen, dass diese Waren künftig bei der Einfuhr in Mitgliedsländer der Europäischen Union eben gesondert gekennzeichnet werden müssen und dass sie nicht mehr die Herkunftsangabe Israel tragen dürfen. Dann hat man das begründet mit einem Schritt zu mehr Transparenz. Die Konsumenten hätten das Recht zu erfahren, ob ein Produkt aus den besetzten Gebieten oder aus dem israelischen Kernland stammt. Und da stellt man fest, dass beispielsweise Erzeugnisse aus dem türkisch besetzten Teil Zyperns oder beispielsweise aus der von Marokko besetzten Westsahara einer solchen Kennzeichnungspflicht nicht unterliegen. Das heißt, diese Kennzeichnungspflicht, diesen Etikettierungsbeschluss gibt es einzig und allein für Israel. Und das wiederum bedeutet, er hat natürlich originär politische Gründe. Wenn man dann EU-Diplomaten mal ein bisschen zuhört, stellt man fest, dass sie eigentlich auch nie einen Hehl daraus gemacht haben, Israel mit dieser Kennzeichnungspflicht, mit dieser Richtlinie unter Druck setzen zu wollen. Und das wiederum bedeutet, für die EU scheint also ausschließlich der jüdische Staat am Scheitern des Friedensprozesses schuld zu sein. Und dass, wie eben schon kurz angedeutet, eben nicht wenige Palästinenser ganz Israel als illegales Siedlungsprojekt betrachten und dass sie mit ihrem Ansehen, dass ihrem Ansehen mit Raketen, mit Bomben, mit Attentaten etc. nachhelfen wollen, das ist für die Europäische Union, wie gesagt, überhaupt kein Thema. Dazu muss man auch noch sagen, dass diese EU-Verordnung, dieser Kennzeichnungsbeschluss natürlich so eine Art indirekter Boykottaufruf ist. Denn mit diesem Beschluss soll selbstverständlich erreicht werden, dass die betreffenden Produkte gar nicht mehr gekauft werden, möglichst gar nicht mehr in die Regale kommen. Das heißt, man hat einen explizit politischen Beschluss getroffen und dadurch wird die Dämonisierung, Demilegitimierung und Isolierung Israels ein weiteres Stück vorangetrieben. Auch hier werden, eben Beispiel Marokko und Beispiel eben Zypern, doppelte Standards angelegt. Und dann gibt es eben einige Aktivisten, die das gar nicht mehr abwarten konnten, bis der Beschluss in die Tat umgesetzt worden ist und die schon mal losgezogen sind, die auch schon mal gesagt und in die Supermärkte gegangen sind, um dort Produkte zu kennzeichnen, die sie für illegitim, für illegal halten. Das ist dann sozusagen die Avantgarde, die sich der ganzen Geschichte angenommen hat. Aber das eigentliche Problem ist letztlich dieser Etikettierungsbeschluss, denn der gießt sozusagen, wenn man es mal etwas zugespitzt formulieren will, das antisemitische Ressentiment letztlich in Gesetzesform. Er erfüllt damit eigentlich eine der zentralen Forderungen der BDS-Bewegung. Hier geht es ja um die Boykotte und wie gesagt, dieser Beschluss ist nichts anderes als ein indirekter Boykottaufruf. Vielleicht eine ganz kurze, weil das glaube ich nicht in ganz kurze Worte zu fassen ist, eine Aussicht, wie denn die Kritik des Antizionismus oder dieses Antisemitismus den Boykottaufrufen den Wind aus den Segeln nehmen kann. Ach, da gibt es mit Sicherheit nicht den Königsweg. Es ist natürlich dabei letztlich so, dass man, wenn man da mit Fakten argumentiert, und dafür gibt es natürlich immer gute Gründe, wenn man sie auf seiner Seite hat, immer nur sehr begrenzt was erreichen kann. Letztlich muss man darauf hinweisen, was der ideologische Background dieser BDS-Bewegung ist, was der ideologische Background, nämlich der Antisemitismus, der ganzen Boykottkampagnen gegen Israel ist. Man muss das deutlich machen, um einfach auch zuzuspitzen und klarzumachen, welche Konsequenzen das Ganze hat, wie Israel dadurch eben an den Pranger gestellt wird, wie Israel damit als Paria-Staat letztlich dargestellt wird, als Jude unter den Staaten, wie es der Historiker Leon Poliakow mal gesagt hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diesen ideologischen Gehalt deutlich zu machen und sehr, sehr klar zu machen, dass es hier mitnichten nur um die Menschenrechte geht, dass es hier mitnichten darum geht, irgendwie den Palästinensern zu helfen. Ihnen wird dadurch nicht geholfen, Israel wird dadurch ausschließlich geschadet. Das ist der eigentliche Kern, das ist das eigentliche Ziel dieser ganzen Angelegenheit. Und das muss man, glaube ich, in aller Kritik, die man äußert, immer wieder ganz besonders deutlich machen.